Hallöchen, liebe Leute, und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Minecraft Valleys, heute zusammen mit Mr. Relics. Yeah, die Mister sind vereint quasi. Ja, so ein bisschen. So ein bisschen, ja. Er ist bei Part 3 gewesen, glaube ich. Genau, und ich bin bei Part... Nein, ich... Achso, ach, was laber ich eigentlich? Ich bin bei Part 3 und du bei Part 4? Richtig, genau. So okay. Sieht es aus. Und wir wollen jetzt erstmal, also ich wollte jetzt erstmal in diesem Part Sand tun, glaube ich. Ich habe jetzt auch übrigens einen Skin, ne? Also ich sehe jetzt nicht mehr so hässlich aus. Und ich brauche ein bisschen Essen, weil ich bin immer fast am Verhungern. 4 Herzen habe ich noch und ich kann nicht regenerieren. Also ich habe noch ein bisschen was zu essen, falls du was brauchst. Ich nämlich, weil nee, ich sehe gerade hier einige Kühe vor mir. Ich brauche halt ein bisschen Seeds und Weizen, so. Dass die sich vermehren. Ich müsste mir erstmal einen Ofen machen. Beziehungsweise ich mache mir jetzt einfach schnell eine Steinschaufel. Und ich sehe ein Schaf. Ich sehe zwei Schafe. Ich habe aber kein. Wie heißt das? Kein Eisen. Hey, da vorne ist Sand. Kann ich gleich mitnehmen. Hast du einen Timer gestellt oder sowas? Nö, ne? Werde ich schon irgendwie. Über den Daumen. Über den Daumen irgendwie. Rausgezirkelt so. Ja. Ja, weil normalerweise, also ich muss mich ja jetzt, ich passe mich, denke ich mal, dein Bier an. Du machst ja bestimmt immer 10 Minuten. 15. Ungefähr. Genau, ich mache eigentlich immer 20 Minuten. Ja, okay. Aber ich denke mal, dann mache ich halt auch 15 Minuten, damit das sonst... Ja. Weil okay. Wir können es ja mal... Also für alle, die uns noch nicht kennen, ich bin Mr. Relix, von Mr. Marmots Seite aus, ich bin Mr. Relix. Mache auch Let's Plays, bin auch bei dem Projekt dabei, freue mich sehr. Sonst wärst du nicht hier, ne? Nee, sonst wär ich wohl nicht hier, ne? Ah, oh Gott, diese Strömung, sie ist so stark! Okay, so jetzt. Und ich bin Mr. Marmot, und die Leute, genau. Er ist dafür verantwortlich, dass ich jetzt hier bei bin. Und ist ja ein Schwein in einer Überdachung. Okay. Ich habe schon mal 12 Kuh Rindfleisch. Die kann ich jetzt gerade braten und dann schwimme ich wieder Schwein. Zum Sand. Schwein ist weg. Auf meinem Berg habe ich ja 2 Kühe, die kann ich dann vermehren, wenn ich ein bisschen Weizen finde. Aber das muss ich auch. Ich finde die Mod auch ganz geil, so mit diesen Bäume fällen. Ja, das ist einfach, ich finde, es ist etwas reeller, als wenn der Baum dann da so stehen bleibt. Ja. Und das spart Äxte. Die gehen nicht so schnell kaputt. Na, die gehen genauso schnell kaputt, als würdest du so, ne, also. Ach, wirklich? Ja. Okay, schade, aber. Mich schießt hier ein Skelett an und ich denke mir so, Alter, was ist denn hier los? Warum verliere ich Herzen, wenn ich schon einmal runtergefallen bin? Ja, ich habe bisher nur einen Creeper gesehen. Nicht mehr Tiere oder so. Boah, noch ein Skelett, ey. Ich kann kotzen, ey. Soll ich das Schaf töten oder? Weil ich finde kein Eisen, glaube ich. Ich baue mir erstmal. Der Regen ist ganz schön heavy, ne? So ein bisschen. Ja, schon. Der. Wegen dem Regen habe ich jetzt auch keinen Shader mehr drin, weil. Ja, eben, also da sieht man einfach nichts. Eben einmal das und es ist ultra laggy gerade. Also der Regen ist ultra krass. Warte mal, das konnte man auch irgendwie ändern. Moment. So, mit 6 Rindfleisch mache ich mich jetzt mal auf die Option. Auf den Weg da hinten zur Insel. Grafikeinstellungen, ja, zu lügen, dass ich das jetzt hier mache, aber das ist halt echt ein bisschen kacke gerade. Moment, warte mal, Grafikmodus schnell. Irgendwo war das doch mit Regen, oder nicht? Was willst du da machen beim Regen? Du kannst doch den Regen so ausschalten, oder nicht? Nee, nur die Wolken. Regen nicht. Regen kannst du nicht ausmachen. Du kannst, warte, muss ich mal gerade gucken. Grafikeinstellungen. Da war aber trotzdem irgendwas. Du kannst den Grafikmodus einstellen. Und, das weiß ich ja. Ja, Wolken kannst du ausmachen. Das hilft ein bisschen. Ja, Wolken, das ist ja jetzt nicht so das Problem. Genau, so, Sichtweite. Partikel ist es, glaube ich. Partikel. Kannst du verringert machen. Ich versuche gerade. Ja, das Problem ist, ich nehme jetzt auch im Fenstermodus auf. Vielleicht spackt er dadurch so ein bisschen rum. Ja. Ich mache mich mit einem Boot gerade mal auf die Insel hier vorne mit dem Sand, weil ich will ja, oben habe ich ja so ein schönes Loch in meinem Berg, da möchte ich unbedingt Glas drüber ziehen. Ich will ein paar Seeds kriegen gerade, damit ich mir ein bisschen Weizen anbauen kann. Oh ja, Weizen wäre auch super. Das wäre ultra gut, glaube ich. Alter, das ist ja auch ich weiß auch gerade überhaupt nicht, wo ich bin. Ich bin hier am Arsch von Timbuktu. Nee, ist echt so, ich habe gerade echt keinen Plan. Ich bin gerade hier in an irgendeiner Sand. Wie nennt man das? An so einer Sandküste? Oder so? Ja, kommt gut hin, ja. Ja, das Problem ist, ich habe mich jetzt ein bisschen verlaufen, glaube ich, gerade. Sehr uncool. Bugger? Bugger? Du buggst, ja. Ja, irgendwie. Okay, jetzt habe ich mein Boot abgebaut. Auch okay.
Aber jetzt bugge ich nicht mehr. Okay, es wird Nacht, das ist nicht schön. Nee, eben, ich will jetzt auch wieder nach Hause, aber ich weiß nicht wohin. Und wir buddeln hier, ich buddel hier etwas den Berg ab. Da ist der Labefallsee-Gedönsgröße. Vielleicht finde ich auch noch irgendwo ein bisschen Eisen. Hier ist noch überall Sandstone. Sandstone mag ich eigentlich. Ist Wolle irgendwie? Okay, da hat... Wolle? Ich? Nee, da hat jemand Wolle gebaut, so ein bisschen. So, hier war ich bei der Laberdingens. Hier weiß ich. Wolle wäre mir auch noch wichtig. Aber naja. Ich versuche jetzt, wenn ich hier den ganzen Sand abbaue, dass das irgendwie noch ein bisschen reell aussieht. Die Küste nicht so nach Abbaugebiet. Da ist das Haus, was wir mal hatten, genau. Ich bin auf dem richtigen Riecher, glaube ich, so ein bisschen. Da ist das Haus und dann muss ich jetzt ein paar Meter weiter. Oh, 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 ich habe gleich die Brücke gefunden, Leute. Oh, 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 oh. Von meinem Haus oben kann ich auch so eine hübsche Brücke sehen. Vielleicht ist es die sogar. Ja. Das ist noch irgendwie so eine alte Blockhütte. 47 Sand haben wir schon. Brauchen wir noch ein bisschen. Ich würde mal 2 Stacks mitnehmen. Ich habe jetzt nur 32 Sand. Ich will nicht so viele Fenster machen. Aber ich finde die Brücke nicht. Ich bin ganz so blöd. Ja, ich mache halt ein bisschen Glas und... Ich auch. Also ich will nicht so oft hier wieder hinfahren müssen, das ist von mir eigentlich ein nicht allzu kurzer Weg. So, hier irgendwo war doch die Brücke, oder nicht? Oh, es sind so viele Berge hin, ne? Du siehst dich überhaupt nicht durch, so. Hopp. Ja, ich buddel mich hier gerade quer über diesen Berg und sieht es ihm zum Glück noch nicht an, dass ich ihn zur Hälfte abgebaut habe. Einer baut ja auch auf einem Berg, wo ein Wüstenbiom, glaube ich, dran ist. Ich weiß nicht, wer das ist. Ob die fallen mir jetzt echt nicht schlecht. Gerade, ich muss mich nämlich... Weil Orientierung ist hier echt für den Arsch. Ja, ja. Also, warte mal einen Moment. Ich muss mich erstmal orientieren. Da ist das Haus, glaube ich, da hinten. Ja. Nee. Da nicht. Da irgendwo. Ah, ich bin voll in die Lava gerannt. Super. Ein bisschen erschreckert. Gerade war mich, ja, ich gehe raus. Oh ne, da ist eine Spinne. Oh ne, seh mich nicht. So, jetzt habe ich fast 2 Stack Sand schon. Das Problem ist, jetzt bin ich bei denen hier. So, jetzt muss ich hier mal wieder hochgehen und gucken, wo das eigentlich war. Wo war denn das? War es da hinten irgendwo? Ja, hier, ich habe die Brücke. Okay, gut. Muss ich echt nochmal irgendwie was hinsetzen. So, ich bin jetzt quasi wieder fast bei mir zu Hause. Wäre schön, wenn dann der Regen aufhören würde, das wäre super. Ja, und es vielleicht mal Tag werden würde. Ich hüpfe hier noch ein bisschen über die Insel, habe jetzt 2 Stacks so, Glas. Jetzt hab ich endlich mal ein bisschen Birkenholz, das ist super. Dann kann ich jetzt nämlich hier meine dekorative Einrichtung weitermachen. Denn ich mache das ja ganz, ganz originell. Ich habe einen Hasen gefunden. What? Ich habe einen Hasen gefunden. Das ist okay. Ja, wir spielen ja auf der 1.8 und ich habe jetzt einen schwarzen Hasen gefunden. Okay. Schwarze Hasen. Oh nice. Mein Gott. Verdammt. Ich wollte gerade etwas. So, Moment. Dip. Dip. Oh mein dip, Gott. Dip, dip, dip. Screen. Dip, dip. Und. Noch ja, das Problem ist, ich brauch so viel Birkenstämme, ne? Das glaubst du gar nicht. Jo. Lol. Okay, jetzt soll ich erstmal was essen, vielleicht. Ich habe ja noch ein paar Steaks. Ich habe noch gar nicht gefunden. Ich habe jetzt, ich habe etwas Kohle, aber... Ich habe ja auch schon ein bisschen, glaube ich, ein bisschen, ja, 16, 18 Kohle habe ich noch. Hasen kann man ja, glaube ich, auch zähmen mit, hier sind ganz viele Hasen. Das war, glaube ich, eben Mern, ein Babyhase sogar. Ich glaube, mit Mörn kann, also das wäre das Logischste, mit Mörn könntest du die zähmen, denke ich, würde ich jetzt ja, auch... Ja, klar. Ist auch so. Und damit kannst du ja einen Trank wäre der das... Sprungkraft oder so brauen. Ja, natürlich. Also, wäre das Logischste jetzt somit. Ja. Aua, aua. Alter! Was hat mich denn da bitte angegriffen gerade? Sind das die Hasen, die mich angreifen? Digga? Ich renn mal lieber weg. Die sind voll aggro, Mann. Die sind voll aggro. Alter. Boot und weg hier. Ich sag's dir. Er muss, also, wie gesagt, so, Moment. Jetzt muss ich, ich glaube, ich baue mir noch einen Ofen für mein Eisen. Mal wieder auf eine Höhentour. Wird mal wieder Zeit hier. So, jetzt muss ich nur gucken, wo ich herkam. Irgendwo hier vorne war das. Ja, da vorne ist doch mal eine leuchtende Insel mit dem Ofen, wo ich mein Fleisch immer brate. Immer ist gut. Ja, zum ersten Mal weißt du. Ja. Also Vorrat habe ich noch, aber ich will mir jetzt auf jeden Fall erstmal eine sichere Nahrungsquelle sichern. Eine sichere Nahrungsquelle sichern. Ja, das heißt so.
so erstmal abgeschlossen. Alter, ich werde von irgendwo die ganze Zeit angegriffen. Ich habe keinen Plan von was und warum. Aber es ist so. Ja. Also ich verliere Leben. Okay. Also, Ja, wobei, warte mal, den muss ich nicht verlassen. Hunger ist es nicht. So. Ja. Sieht zumindest ziemlich cool aus, aber ich will noch auf jeden Fall noch... Ich brauche noch zwei Türen, ey. Ich habe noch keine... Weißt du, das Türen habe ich noch gar nicht. Vor allem kriegst du jetzt drei Türen aus einem Dingens raus. Finde ich total gut, eigentlich. Mhm. Ich lasse die Schafe hier mal auf der Insel. Die will ich jetzt nicht töten. Vielleicht brauchen wir noch mal irgendwas. So, weil die Fackel da ist. Das. Ups! Nein, Holztöter sollst du nicht stehen. Das ist ziemlich scheiße, wenn du da stehst. Okay, hier sind noch... Also, du siehst jetzt die Brücke, ne? Siehst du jetzt die Brücke gerade? Ich? Nee, ich bin gerade noch... Ich bin auf der anderen Seite von dem Berg. Ach so, okay. Da ist ein Creeper. Weil da wäre dann, wie gesagt, der Berg, der ist dann halt da. So, das Eisen ist fertig gebraten. Wir können zwar unser Home hier setten, aber ich will jetzt nicht unbedingt immer mit /home nach Hause reisen, weil ich finde das irgendwie scheiße. Weil, du, ich hab den Chat einfach ausgestellt, also versteckt quasi, dass du den nicht siehst. Hä? Du kannst den verstecken. Ja, ich weiß. Aber ich meine, ich will jetzt nicht da mit /home nach Hause reisen, weil es irgendwie nicht so... Nee, wäre Quatsch, dann wäre auch doof. Ja, weil, ich meine, das kann man ja im Real Life... Alter! Von was werde ich jetzt hier angegriffen? Hier backt die ganze Zeit ein Zombie ohne Ende durch die Gegend. Ah, cool, der war unsichtbar, der Zombie. Das liegt, glaube ich, auch an der 1.8. Da sind ja auch Spieler manchmal unsichtbar. Auf jeden Fall, ich habe 4 Herzen, muss dringend regenerieren. Und wenn hier die Mobs teilweise unsichtbar... Alter, schon wieder. Digga, ich sehe diese Viecher nicht. Ich sehe die Viecher einfach nicht. Wie mache ich nochmal Glasscheiben? Da, Baby-Zombie. Zwei Baby-Zombies. Digga, ich sterbe noch da dran. Ich habe 3 Herzen. Ich habe die nicht gesehen. Ich sehe die nicht. Lol. Die sind unsichtbar bei mir. Krass. Okay, das ist gruselig. Wie mach ich Glasscheiben nochmal? In den Ofen. Achso, wenn du Glas hast, dann wie einen Zaun. Nur mit Glas. So. 6 so. Nebeneinander. Nee. Also das ist gerade sehr creepy, dass ich die ganzen Monster hier nicht sehen kann, weil... So nicht? So? Nee. Oh Gott, ich bin... Jetzt werden bestimmt alle einmal einen Facepalm machen, weil ich zu dumm bin, hier dieses Glas zu machen. Glasscheiben zu machen. Also warte mal, wie ein Zaun. Wie legt man denn nochmal einen Zaun? Wie? Einen Zaun? Ja, wie man einen Zaun macht. Also so muss ich ja jetzt auch... 6 nebeneinander. Also 6 Sticks. Und da musst du halt Glas nehmen. Wie du halt eine Falltür auch machst. Oh Gott! Nein, also du... Okay. Gut, ich hab's. Oh Gott, bin ich blöd, ja, Alter. Das ist gerade echt ein Problem bei mir, dass ich die Monster nicht sehe. Ja, vielleicht war es jetzt auch einfach nur ein Glitch, das könnte auch sein. So, Moment. Ja, ich hab keine Ahnung, wie das jetzt kommt, weil, jetzt muss ich mich hier blindlings durch diese Welt schlagen. Deshalb habe ich die nicht gesehen. Das waren nicht die Hasen, die mich angegriffen haben, sondern irgendwelche Zombies. Aber wenn das jetzt ein Creeper oder ein Skelett oder so ist, bin ich ja direkt am Arsch. Ich meine, wenn ich so ein Viech nicht sehe, dann bin ich tot. Ja, klar. Und da würde ich irgendwie mal ganz gerne sehen, wie das gepatcht wird, wann das gepatcht wird und ja, wie auch immer, was ich hier gerade laber. Ja, Moment, jetzt muss ich erstmal hoch und dann jetzt hier rum. Bis zum Weg. Dankeschön. So. Ja, das sieht fast gut aus. Ich muss noch die Holzbalken. Oder warte mal, ich mach die eine Reihe weg. Diese Reihe. Mach dann darauf Kobbel. Sprich dit und dit. So. Dann mache ich dit weg. Dit. Und ich versuche jetzt erstmal nach Hause zu kommen. Shader kann ich wieder reinmachen. Dumm. Dauert jetzt kurz. Leckt's immer noch oder geht? Jetzt geht's. Ist halt Morgendämmerung. Aber, ja, das mit den Monstern, das passt mir nicht.
Die 1.8 soll ja generell noch etwas buggy sein, so unsichtbare Spieler, unsichtbare Monster und sowas. Mhm. Aber guck mal, aber jetzt auch, wenn ich jetzt meinen Shader reinmache und mal gucken, was dann passiert. Moment, so, dit, Shader rein. Shader. Ach, scheiße, jetzt muss ich erstmal hier. So, ganz ruhig. So, hopp, in den down. Wasserfall. Fertig. Und dann droppt er wieder ein bisschen. Oh Gott. Es sieht geil aus, aber ich glaube, der Shader ist einfach noch nicht ausgereift. Noch nicht ganz so. Also bei mir laggt's nicht. Ja, muss ich. Ich werde das nochmal die Tage fixen, denke ich mal. Okay. Und dann werde ich wieder mit Shader spielen. Jetzt erstmal ohne Shader, Leute. Tut mir leid. Einfach nur der Aufnahme willen, damit es nicht so doll ruckelt. Ja, und dann. So, aber wir sind schon über 15 Minuten, würde ich sagen, ne? Oder? Ja, gleich. Ich schwimme jetzt noch gerade hoch zu meinem Haus und dann haben wir die Folge schon was geschafft. Haben, glaube ich, 2 Stacks Sand gesammelt, etwas Essen gefunden und wurden von unsichtbaren Monstern angegriffen. Ich habe mein Haus ein bisschen wieder verschönert, mal wieder, und habe ein bisschen Stuff gefunden. Habe meine Glaswand jetzt fertig, soweit schon. Und jetzt wissen wir, wo es Hasen gibt. Nein, Zombie-Hasen. Ja, unsichtbare Monster und Hasen. Die Hasen sind ja süß. Genau, so. Jetzt habe ich die Wand noch ein bisschen verschönert, dann sieht das nicht so ganz dumm aus. Dann brauche ich auch bald mal irgendwie eine vernünftige Treppe zu meinem Haus. Ich hab eine Brücke zu meinem Haus, die nicht von mir gemacht wurde, finde ich ganz witzig, okay. Aber die benutze ich jetzt einfach, weil die... Die sehe ich auch von hier oben, die ist irgendwo da unten. Ja, ich habe, wie gesagt, die Brücke wurde gemacht von denen irgendwie. Mhm. Und, aber da ich das Haus verlassen habe, ich gesagt, gut, dann nehme ich jetzt die Brücke an mich und, okay. Tschüss, guten Tag. So. Okay, ich würde sagen, dann beenden wir die Folge hier an der Stelle. Ich bin wieder zu Hause, zumindest an diesem Ort, wo mein Zuhause mal sein soll. Und ich hoffe mal, dass die unsichtbaren Monster bald wieder sichtbar werden und damit weniger gefährlich. Ja, wenn es euch gefallen hat, dann hinterlasst doch ein Abo, einen Daumen, ein Feedback, was auch immer. Und schaut auch mal bei Mr. Relics vorbei. Gleiches, ne? Gleiches. Für beide. Gut. Okay, und dann bis zur nächsten Folge hoffentlich. Jo, tschüss.